Ihr wollt wissen, wofür das hier sein soll? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir wollen heute hier unten weitermachen. Ich war so frei, wie ich es angekündigt habe, und habe einfach mal die Sound. Danke. Die Fabrikation hier fertiggestellt. Sprich, ich habe die Sachen angeschlossen. Die ist kein großes Hexenwerk, können wir gleich mal eben kurz durchgehen. Hier sieht man ja schon, der Spaß kommt raus, wird mit den paar, die von da kommen, zusammengeführt und geht dann in diese Container rein. Ich glaube in diese. Genau. Hier ist schon eine ganze Menge an Beton angekommen. Also haben wir alles möglich. So. Gucken wir uns den Spaß an. Wasser geht hier rein. Geht hier rum. Der Überfluss oder Überlauf ist halt relativ normal. Der kommt von da hinten einmal so rum und geht auf der Seite noch rein. Dann passt das wieder. So. Das Wasser geht, wie gesagt, von der Seite rein. Die einen Reste kommen ja von da hinten. So hatten wir es ja eingeplant. Und gehen dann, letztendlich kommt die eine Leitung von hier, die andere von hier, geht hier durch. Und hinten werden die einmal zusammengesetzt, dass da das Wasser von hier mit rüber geht oder von da, je nachdem. Und gleichzeitig haben wir hier noch. Ein bisschen abgezweigt für hier hinten. Und irgendwo hatte ich noch zwischen. Also ja, das ist das Wasser von der Seite. Aber ich hätte doch noch einen weiteren Anschluss. Das ist das Wasser, das da unten hochkommt. Aber was ist denn heute so? Okay, Optionen. Okay. So, haben wir das auch? Also hier kommt, genau, hier kommt Wasser hoch für die Seite und da kommt nochmal Wasser hinzu, diese 120, die ich extra habe. So. Heute wollen wir uns darum kümmern, die Fused Wire und die, die Cables zu machen, eigentlich. Das war zumindest ursprünglich mal der Plan. Allerdings überlege ich gerade, ob ich vielleicht auch noch ob ich auch noch so Sachen wie Iron Plates und also Eisenplatten und Eisenstangen hier mache, dann müsste ich halt nochmal 18 Raffinerien dazu bauen. Hätte ich denn genug Zeug für 18 Raffinerien? Gucken wir mal. Raffinerie 18. Die Raffinerien. Am Motor wird nicht scheitern, aber es wird wahrscheinlich am Stahlbetonträger scheitern. Das wäre ungünstig. Dann würde ich aber sagen, das schauen wir doch gar nicht hier. Wo haben wir denn unseren? Ich hätte doch einen Container hier irgendwo hingestellt. Meinen Materialien. Das war ursprünglich mal dieser, ja, aber habe ich ja alles hingetan. Gott, verdammt. Ja, okay. Wir reden einfach nicht drüber. Ich bewege mich jetzt nach da. Also Eisen wäre halt relativ praktisch, weil wir haben direkt hier Eisen. Weil wenn ich das sehe, dass das hier ist, könnte ich auch einfach den Spaß nochmal hier rüberziehen. Dann können wir uns die zwei Eisen holen, vielleicht noch ein drittes. Ich weiß nicht, wie genau die Zahlen dann reinkommen, aber das würden wir dann ja rauskriegen.
So. Einmal dahin und einmal. Na, komm. Hüpp. Haben wir hoffentlich jetzt hier drin. Ach so. Ich habe beim letzten Mal. Ich hatte ja das angekündigt, dass ich es fertig machen würde. Warum läufst du? Ach so. Bisschen verstopft. Verstehe. Aber Motoren sind nicht das Problem. Das ist definitiv auch kein Problem. Aber was ein Problem wird. Somit. So, einmal gucken. Wie viele Rotoren? 48. Das Zeug. Ja, wir scheitern jetzt an den Stahlbetonträger. Ja, oh gut, das ist noch nicht mal eine, das ist ungünstig. Wir haben hier eine ganze Menge Beton. Das heißt, wir bräuchten 2 Stacks, ne? Wenn ich... Stahlbetonträger. Wir brauchen... Wie kriegen wir das denn am sinnvollsten hin? 4 davon. Das bedeutet, wir brauchen 800 davon. Haben wir doch genug von da. Das machen wir uns jetzt ganz einfach. Wir gehen wieder darüber. Setzen uns einen Kollegen dahin. Der den Spaß baut. Dann holen wir uns die da raus. Können die noch dran bauen. Das ist doch eine gute Idee, oder? Dann werden die eben schnell gemacht, während wir das andere produzieren. Und dann setzen wir auf dieser Seite nochmal an und packen uns da noch ein bisschen was dazu. Das ist auch gut, dann kann ich gucken, dass ich da nochmal Wasser wegkriege. Oh, stimmt. Braucht ja dann nochmal zweimal Wasser. Zweimal Wasser, aber wir scheinen alles dafür zu haben. Wir brauchen irgendwie 1600, dann knapp. Wir sind jetzt bei 1320. Oh, dann reicht das nochmal 3. Ja, ist ja auch egal. Ging das trotzdem. Hier durch, da hoch. Okay. Den setzen wir eben hier hin. Ein Fabrikator mehr. Ist mal da hingepackt. Machst du mir Stahlbetonträger? Du bist Gegner Organisation. Haben wir nicht genug da. Dann kommen mal 2 große hin. 1, 2. Das ist die falsche. Ich habe die Bahnstrecke, das wollte ich vorhin gesagt haben, die Bahnstrecke zweigleisig gemacht da hinten. Nur so als Info. War ein Heidenaufwand. Hab gedacht, komm, machst du mal eben schnell 4 Stunden. Halt wollte ich drücken. Guck mal, da bin ich auch schon. Das ging ja schnell.
reicht ja dann auch. So, da kommt rein, wir brauchen 1000 Beton. Da kommt rein, wir brauchen 1, 2, 3, 4. So, hier ist ja schon. Ja. Machst das. Jetzt brauchst du noch Strom. Okay, ich habe nichts mehr dabei, um Strommasten zu bauen. Das ist sehr ungünstig. Kriege ich das Kabel von da darüber? Das ist unschön, aber immerhin, das funktioniert hier. Und das heißt, ich muss da hinten nochmal einen Lagercontainer hinsetzen. Zeigt mir aber auch, ich brauche unbedingt du machst mir das voll. Okay. Zeig mir auch, dass ich unbedingt noch Sachen holen muss. Gut. Wir wollen anfangen. Wir brauchen erstmal noch 12 Stück von ihnen. So, ich habe einen Spaß da hinten angehört. Wir haben doch hiervon eine Blaupause. Wie haben wir das gedacht? Ja, du Schatz, da fehlt mir jede Menge Zeug für. Dann bauen wir es eben manuell. Ja, dauert einen Moment länger, aber egal. Du musst dann immer noch den Kram gleich holen, aber passt schon. So. Ich möchte das auf ungefähr der gleichen Höhe beginnen lassen wie die. Ja. Dann geht der ganze Spaß. Aber ich sag mal hier hin. Da fängt es an. Da habe ich genug Platz. Jo. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Das haben wir. Und was hier rauskommt, geht dann in wie viel? 17 Konstruktoren. Wenn wir, Moment, wie weit sind die? Gehen bis daran, das heißt, wir fangen hier an. Genau an der Kante. Das sieht gut aus. 1, 2, 3. Schöner ist, das zählt. Also, da brauche ich jetzt nicht runterzählen. Das machen wir jetzt ganz einfach, indem wir schön einmal nur durchgehen, bis da hinten 0 steht. Also, beziehungsweise bis das rausgeht aus dem System. Wir haben 3, 2, 1. So. Da geht der Spaß raus. Den schicken wir alles in die Richtung, lassen den wieder hier zurücklaufen. Fertig, kommt raus, alles gut. Moment, ein Konstruktor muss noch. So,
Jetzt fährt. Jo. Dann machen wir hier noch dazu. Haben immer noch genug Zeug. Alles gut. Kriegen wir die Ressourcen nicht tief genug? Da passt's. Da passt's. Okay. Bleib mal auf ein. Da würde noch gehen, aber. So dahin. Okay. Mein Drucker hat sich gerade für ein Update entschieden. Auch nicht schlecht. Einfach so. Gut, dann müssten wir die Leitung halt pushen auf 600. Vorher abzwacken, dass da. Müssen wir. Oder wir machen tatsächlich eine extra. Um da hinten den Spaß dran zu machen. Jetzt fehlt uns natürlich noch das ganze Verbinden, aber für das ganze Verbinden fehlen uns jede Menge Materialien. Das erste, was ich jetzt aber mache. Ich krieg Mio. Du bist schon voll. Du bist schon voll. Da geht jetzt erstmal der ganze Beton rein. Dann haben wir wieder Platz. So. Ach verdammt, wir brauchen ja dann auch Miner. Oh, machen wir zwei rein. Da haben. Sonst bereiten wir nämlich den ganzen anderen Kram vor und holen uns nachher die Ressourcen. Dann mache ich das nämlich wieder ganz einfach. Ich setze mich in den Zug. Ohne euch. Hol die Sachen eben. Oder wir könnten natürlich auch jetzt losgehen und. Ich weiß nämlich nicht, ob der hier überhaupt Stangen und habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Wahrscheinlich müssen wir sowieso losfahren. Wie wir losfahren müssen. Das brauchen wir nicht, wir brauchen Turbomotoren. Ja, wenigstens Stangen haben wir. Aber keine Platten. Die Platten, das ist schon mal gut, aber. Wir brauchen noch ein bisschen Zeug. Okay, hier hinten wäre. Ah, wir haben Platten. Und wir haben. Was brauchen wir denn? Ausreichend, ausreichend. Ausreichend. Und die können wir uns bauen, wenn wir. Den Spaß nehmen und wir brauchen unbedingt Turbodraht, den wir hier gerade nicht haben. Komme ich den jetzt am besten am Turbodraht an? Nicht den, einen daneben. Turbodraht. Das hier wird mir gefallen. Wir können uns ein bisschen Katerium nehmen, können das einmal rausnehmen, noch einen da hinten. Das machen wir. Das ist gerade eine relativ gute Idee. Okay, einmal hier runter.
auf dem Weg holen wir uns das Eisen eben nicht ab. Wir müssen erst alles andere machen, damit wir dann Eisen reinpacken können, weil wir gerade voll sind. Ja, Eisen haben wir aber hier liegen. Ich glaube, da hinten ist noch irgendwo eine Eisenquelle. Da oben ist das Kupfer oder Eisen. So. Gut, dann machen wir doch Folgendes. Dann haben wir auch nicht. Egal, wir müssen mal eben ein bisschen improvisieren. Wer kann? So. Ich bin voll, natürlich. Das sind die gleichen zwei Ressourcen, die ich auch für den Rest brauche hier. Kriege ich dich angeschlossen? Brauche nur ein. Das ist doch super. Okay, du machst mir bitte diesen hier. Den brauche ich. Bis aufbauen wäre der andere etwas einfacher, aber das kriegen wir trotzdem hin. Wir müssen erst die Masten setzen und dann eben dran gehen. Faszinierende, fast das gleiche Rezept. Also ist auch das gleiche Rezept. Aber alles machen. Dann gehen wir mal hin und machen Blaupausen, Manifolds. Den Assi-Manifolds. Für den uns Beton fehlt. Das ist jetzt nicht so das Problem. Eine Ahnung, wo ich den herkriegen kann. Ich muss nur einmal gucken, wie ich ein bisschen was. Ah, weißt du, was ich beiseite lege? So. Das war der falsche. Hey. Du hast doch keine Freude. Egal. Ist jetzt doch noch oben noch. Ich blick hier nicht mit. Egal. Das geht schnell genug wieder voll. So, wir kommen hier hin. Blaupausen. Den Spaß davor. Wo muss der jetzt? Du. Super, du machst mir Rat. Dann kannst du erstmal weg. Und wir können mit dem weiterbauen.
das gleich alles schön da dran. Wir müssen die Rezepte noch reinpflegen, klar. Frage ich mich gerade, warum hatte ich eigentlich gesagt, dass ich... Ach ja, ich brauche Kabel. Nicht Draht. Achso, das ist zu weit dahin. Komm ich mich klar. Also dahin. Eigentlich erst die Lüfter ran machen sollen, bevor ich das so tue. Dann muss ich gleich wieder hin und her rennen und das doch nochmal machen. Aber egal. Jetzt ziehen wir es so durch. Natürlich ein bisschen von der Ressourcenaufteilung her, sag mal, nicht optimal, aber das macht nichts. Das soll ja sowieso keine 100% mega Effizienz Fabrik werden. So, dahin. Da rein. Haben wir den Spaß gleich auf. Und sieht dann aus. Ja, ich würde sagen, wie ich das hier verbinde, das mache ich das mit euch beim nächsten Mal oder mache ich das ohne euch? Nee, pass auf. Das machen wir beim nächsten Mal. Ziehen wir hier die Bänder, dass das da rangeht. Und kümmern uns vorne nochmal um Eisen. Das ist Gott sei Dank relativ einfach. Wir machen einmal die 18 Raffinerien. Packen uns dann den Arsch voll Konstruktoren dahin. Ja, wie viel sind es? 30 bis 22. Ein Viertel. 30, 52, 53 Stück werden dann dahin gesetzt. Also dann müssen wir da ein Stückchen rausgehen in die andere Richtung. Wir holen uns das Wasser von da unten, packen das dran und dann ist der Kram auch fertig. Dann haben wir das geschafft. Hier die Rezepte baller ich noch rein. Und so, was wollten wir eigentlich hier haben? Wir wollten verschmolzenen Draht haben. Dann geht das schon mal rein. In der Zwischenzeit kann das andere laufen. Wir machen das doch anders. Ich ziehe das hier noch durch. Ohne euch. Ist ja relativ einfach. Ein paar Merger und was bitte. Nee. So bitte. Ja, ist ein bisschen Eisen unterwegs, ich weiß. Und dann machen wir beim nächsten Mal einfach das Eisenthema. Das ist doch eine gute Idee, oder? Dann sage ich mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Äffchen.